Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Dies ist Teil 381. Ja, es ist Freitagabend und hier scheint alles in bester Ordnung. Der kleine Johnny vergnügt sich noch, beziehungsweise er arbeitet an seiner Bewegungsfähigkeit. Ja, da muss er noch ein bisschen was tun, aber er hat ja das ganze Wochenende Zeit dafür. Und offenbar hat er ziemlich viel Spaß auf der Schaukel. Hoffen wir mal, dass ihm nicht übel wird. Er müsste mal pieseln, aber das wird er gleich als nächstes tun. Ja, die anderen Kinder schlafen alle schon, auch die erwachsene Linnea schläft schon und Jenny ist natürlich wach. Die sitzt oben an ihrem Computer. Gucken wir doch mal. Ah, nein, sie will oben an ihrem Computer sitzen. So, was willst du da machen? In Foren provozieren. Ja, das hättest du wohl gerne. Du bist also so eine, die immer die fiesen Kommentare schreibt. Ja. Weißt du, was du besser machst? Du produzierst besser ein Video. So, nimm mal ein Video auf. Und wie wäre es denn mit... Erstmal mit einem fröhlichen Vlog. Aha. Aha, genau. Genau, ja, erzähl mal, wie fröhlich du bist. Ah, wenn die so viele Lichter haben, dann kann man sie kaum noch von dieser Seite aus sehen. Dann aufnehmen. Aber das macht sie doch ganz gut. Ja, ich bin fröhlich. Kürzlich habe ich einen Kanal entdeckt von einer finnischen Mutter, die 10 Kinder hat. Und die hat irgendwie aus dem Nichts gestartet, hat noch gar nicht so viele Videos gemacht und hat jetzt über 300.000 Abonnenten und Millionen Aufrufe auf ihre Videos, wo sie halt erzählt, wie sie mit ihren 10 Kindern lebt. Einige sind schon erwachsen, andere noch Babys. Ja, genau wie Jenny, die müsste eigentlich auch super viel Erfolg haben, weil die hat jetzt ja nicht nur 10 Babys, sondern die hat schon bald 80 Babys. Ich denke mal, da könnte sie schon ziemlich viel Erfolg auf SimTube haben. Aber ein paar Videos muss man da schon produzieren, damit es was zu gucken gibt. So, ich lasse sie mal schneller produzieren. Plauder, plauder, plauder. Dann müssen wir sie auch mal mit der Drohne in ihrem Alltag verfolgen. Dann kann sie sowas wie meine Morgenroutine filmen. So. Glückliches Vlog-Video. Ja, das nennen wir einfach mal Nummer 1. Ich hoffe, das ist nicht schon Nummer 2. Ob man es dann noch umbenennen kann? Ne, ist eigentlich egal. So, ich dachte, das wäre jetzt fertig. Du könntest jetzt mal gucken. Ah, Videobestand ansehen muss man erst machen. Und dann bearbeiten. Sie kann da noch keine Effekte und so einbauen. Aber bald. Mal gucken. Mediendingenskirchen. Bald Level 2. Immerhin, sie macht Fortschritte. Ah, wenn ihr diese erfolgreiche finnische Mutter sucht, dann müsst ihr einfach irgendwie bei YouTube nur Mom of 10 suchen. Und ich denke mal, dann findet man das schon. So eine Platinblonde mit lauter weiß gekleideten Kleinkindern. So, und ich meine, eine 80-Baby-Mama, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Sie hat schon wieder Schwangerschaftsbeschwerden. Ja, zweites Trimester, bald schon wieder drittes Trimester. Also noch 2, 3 Folgen und dann gibt's die nächsten Babys. Yeah. Bob Pancakes Babys. Ja. Und Hannah fühlt sich unwohl.
Ach, sie hat Angst vor dem Monster. Habe ich die Lampen vergessen? Nö, ja, eigentlich nicht. Hat sie vielleicht im falschen Bett geschlafen? Wahrscheinlich. Hier sind überall solche Lampen. Und hier. Na? Hm, komm. Na gut, drehen wir es halt so rum, fertig. Ja, da auch. Ich dachte, das Bett wäre auch. Hätte die Stirnseite auf der anderen. Aber sie ist vielleicht in Jennys Bett gegangen. Also hier. Vielleicht hatte sie da geschlafen. Dann hätte sie halt ein Problem. Aber sie ist sowieso ausgeschlafen. Oh Gott, um 3 Uhr nachts schon ausgeschlafen. Nun ja, dann müssen wir mal gucken, was wir ihr zu tun geben. Ist Jenny noch eine Weile beschäftigt? Ein bisschen. Aber wir geben der Hannah mal was zu tun. Die soll erst mal was essen. So. Kühlschrank ist hier. Nimm dir mal Reste. Und dann könnte sie malen. Hausaufgaben. Sie könnte vielleicht einfach erst mal die Hausaufgaben machen. Dann beginnt so sozusagen der Ernst des Lebens. Und ihr Kleinkindertablett legen wir mal hier hin. Das andere vielleicht auch. Dann ist das schön aufgeräumt. Und wenn sie dann die Hausaufgaben gemacht hat, dann kann sie einfach ein paar Bilder malen. Und bestimmt ist dann die Nacht auch schon rum. Und dann wird sie früh am Mittag wieder müde sein. Jenny, wie geht's bei dir? Na, sie ist gleich fertig. Mache ich vielleicht mal einen Screenshot. Gucken, ob ich das hier mit Wände hoch hinkriege. Ja, das müsste gehen. Ups, so tief wollte ich jetzt auch nicht. So. Okay. Na, jetzt ist sie fertig. Super gut. Dann kannst du es hochladen. Videobestand ansehen und. Nee, die Übergänge fügen wir jetzt nicht mehr dazu. Das macht es am Anfang nämlich oft schlechter. Lad es einfach mal hoch. Sehr gut. Und du wolltest doch eigentlich auch Gitarre lernen. Jetzt will sie essen. Ja, ich lasse sie mal essen. Und später nehmen wir dann mit der Drohne was auf. Sowas wie musikalische Mutter von 80 Babys. Was machen wir denn mit dir, meine Liebe? Ja. Ich denke mal, die kann hier einfach noch ein bisschen rumlungern. Und vielleicht können wir mit Jenny ja irgendwo noch einen drauf machen gehen oder so übers Wochenende. Also Samstagabend oder so. Ja. Also die Linnea kann getrost übers ganze Wochenende bleiben, weil auch mit Linnea können wir Zwillinge kriegen. Gut, und was macht sie? Sims Forever. Wollen wir ihr vielleicht irgendwas beibringen, was nützlich ist? Ich denke ja. Ah. Hier, das könntest du mal verkaufen. Dann kriegt sie den Ruhm für Jennys Bild. Ja, warum nicht? Und dieses hier kannst du mal verwerfen und dann kannst du was malen. Und was liegt hier zu essen rum? Ah, der Gourmet-Obstkuchen. Ach, den lassen wir da ruhig stehen, wenn mal jemand Lust kriegt, den zu essen. Oh, sie hat das für Jennys Ruhm verkauft. Na, das ist doch gut. Mal mal ein klassisches Gemälde. Und Jenny hat jetzt einen Ruhmstern. Wow.
Ja, und wir können ihr sogar einen Ruhmpunkt, da können wir ihr ein Bonus-Trade oder wie die Dinger heißen, kaufen. Das machen wir auch gleich mal. Sie hat einen guten Ruf und ist ein Newcomer. Sehr gut. Und das ganz ohne Schauspielkarriere. Ich würde sagen, weil sie ja YouTuberin ist, nehmen wir dieses Unternehmenspartners, Partner, das ist Videos hochladen, um den Ruhm zu erhöhen und Geld zu verdienen. Wenn Jenny etwas über die Videostation oder die Musikstation hochlädt, erhält sie mehr Ruhm als gewöhnlich. Außerdem wird der Einfluss von Jenny zu einem Wirtschaftsgut, das Unternehmensmarken nutzen möchten, um ihre Zielgruppe zu erreichen. Jenny wird gelegentlich telefonisch von einer Werbeagentur darum gebeten, innerhalb einer bestimmten Zeit ein Video gegen eine sofortige Bonuszahlung hochzuladen. Das machen wir mal. Wir brauchen zwar keine Bonuszahlungen bei dem vielen Geld, aber das nimmt man einfach mal so mit, würde ich sagen. Und es bringt bestimmt Ruhm. Jenny, du könntest mal ein wenig duschen. Ah, sie hat hier musikalisches Genie als Bestreben. Ich guck mal, ob ich ihr ein anderes gebe. Schauspielerin macht ja keinen Sinn, denn das ist sie ja nicht. Dafür hat sie auch keine Zeit. Aber vielleicht dieses Ruhmdings. Das ist, glaube ich, hier. Weltbekannte Berühmtheit. 2 Sterne Promi werden Ruhmvorteil kaufen. Das haben wir gerade gemacht. Also den Ruhmvorteil gekauft. Und 2 Sterne Promi werden. Ich denke mal, ich schalte das erst an, wenn sie kurz vor 2 Sterne Promi ist. Ja, dann muss sie irgendwann mal ein Meet and Greet veranstalten, 3-mal um ein Selfie gebeten werden, mit Paparazzi was machen. Oh, 25 positive Reaktionen auf ausgelösten Jubel erhalten. 3 Autogramme unterschreiben. Als 5-Sterne-Promi. Gut, das ist ein Langzeitding, denke ich mal. Soll sie weiter das mit der Musik machen? Ich denke ja. Das macht schon Sinn. Da ist sie ja sogar schon relativ weit. Erstaunlich. Da müsste sie mal Lieder schreiben. Hat sie wirklich schon Level 6 auf der Gitarre? Nö, Level 3. Fähigkeiten Level 6 auf einem Instrument. Ah, vielleicht, weil sie singen kann. Das zählt vielleicht mit. Aber ich finde, sie sollte Gitarre lernen. Also hier ist Gitarre, Geige kann sie gar nicht, Klavier auch nicht. Das muss dann singen sein. Ja, also Gitarre und Videoproduktion und dann vielleicht auch noch Musikproduktion. Dann ist sie gut beschäftigt. Vor allem, weil sie in ihrer Freizeit sehr gerne malt. So, verkauf das Bild mal. Dann kriegst du auch ein bisschen Ruhm. Und mal einfach noch eins. So, 7 Uhr früh und die Familie ist schon im vollen Gange. Johnny hat Obstkuchen gegessen und mag ihn nicht. Vielleicht schmeiße ich ihn weg. Weil die essen das oft und mögen ihn dann nicht. Und sind dann für Stunden schlecht gelaunt. So, Kleinkinder, wie geht es denn mit euch? Ganz gut. Und er liegt im Bett und seine Blase ist ganz wunderbar. Na, ich lasse den noch ein bisschen schlafen, bis er ausgeschlafen ist. Und dann ab aufs Töpfchen. Aber der kleine Klaus, der sollte jetzt schon mal gehen.
Und dann müssen wir unbedingt wieder was zu essen aus dem Kühlschrank holen. So. Nehmen wir wieder Ei Benedikt. Ich glaube, das essen die Kinder gerne. Ich müsste mal rausfinden, was das eigentlich ist, ob Kinder das wirklich gerne essen. Aber es sieht irgendwie so kindertauglich aus, finde ich. Ja, irgendwie so mit Käse überbacken. Ist vielleicht doch nicht so kleinkindertauglich. Aber diese Kleinkinder essen es immer sehr gerne. So. Wie sieht's denn hier beim Malen aus? Ja, sie macht das richtig schnell. Verkauft es nochmal, dann kriegst du noch mehr Ruhm. Wenn du fleißig weitermalst, kriegst du übers Wochenende auch noch einen Berühmtheitsstern. Wo ist denn das? Ah, hier. Nun, es ist noch sehr am Anfang. Ja, Level 3. Ich meine, wenn man ein paar Level Malereifähigkeit hat, kann man da bei den Sims auf jeden Fall gut von leben. Man wird ja auch schnell besser und kriegt dann schnell ein ordentliches Einkommen. Der Johnny. Jetzt gucken wir mal, was der so drauf hat. Der muss noch ein bisschen turnen. Und Hausaufgaben hat er schon gemacht. Ja. Dann könntest du erstmal hier als Weltraumforscher spielen und einen Weltraumspaziergang machen. Und dann kannst du hier was machen. Ach, ich gucke erstmal, ob er aufs Klo muss. Nö, nicht so bald. Dann kannst du hier spielen. Da schaukeln. Und dann ist es warm. Nee, es ist kalt. Dann lasse ich ihn besser nicht schwimmen gehen. Und soll er hier nochmal turnen? Okay, und Linnea malt und malt. Das ist brav so. Oh, die hat schon Level 4. Beim Malen geht das echt schneller als bei der Motorik. Okay, dann kannst du anschließend mal aufs Klo gehen. Ja, und dann gleich Vampirbuch lesen. Dann hast du das Wochenendprogramm schon heute geschafft. So, Jenny, verkauf mal dieses Bild. Und gucken wir mal, wie viel Ruhm das bei ihr bringt. Aber bestimmt nur so ein winziges Zipfelchen. Ja, sieht man gar nicht. Und Linnea, du kannst das gleich mal verkaufen. Es wird schon besser. Sie macht jetzt schon echt einen nennenswerten Gewinn. So. Du kannst dir mal Reste nehmen. Huch. Es ist gar kein Reste nehmen da. Naja, das macht sie schon ohne meine Hilfe. Tantiemen. Ah, gut, für ihre Videos hat sie jetzt schon 181 und 269 Simoleons gekriegt als Tantiemen. Und da sind hier jetzt noch Tantiemen für die vielen Bücher. Tja, Jenny kann sich irgendwie kaum retten vor lauter Geld, das sie so verdient. Da fällt mir ein, du könntest auch mal wieder in den Garten gehen. Oh, da gibt es auch einiges zu tun, meine Liebe. Dann könntest du erstmal den Garten pflegen und dann alles verkaufen.
Wir wollen ja hier trotz Restaurant, sie hat ja noch ein Restaurant in San Myshuno, wo sie aber nicht oft ist, weil die Kleinkinder da nicht gut zurechtkommen. Plus großer Villa, wollen wir trotzdem auch noch die 3 Millionen wiedersehen, auch wenn ein großer Teil des Geldes jetzt schon im Tresor liegt. Aber ich denke mal, da kann sie ruhig noch ein paar Millionchen mehr verdienen. Und Linnea. Ja, die ist schon ein bisschen müde, aber sie könnte eigentlich noch ein bisschen malen. Oder mit deinem kleinen Bruder spielen. Ja, das ist auf jeden Fall noch besser. Eine sehr gute Idee. Okay, und was macht die Hanna da? Ah, sie liest das Vampirbuch. Gut. Jetzt hat die ihren Bruder glatt noch überholt, obwohl der viel früher dran war. Tja, Motorik ist schwieriger. Hier hat jemand Level 2 der Denkfähigkeit erreicht. Danke, Linnea. Ja. Genau. Und der kleine Klaus hat jetzt bald Level 3 der Bewegung. Ja, der ist gar nicht mehr so weit entfernt vom Ziel. Der muss ja sich noch ein bisschen bewegen, dann ein bisschen mit den Klötzen denken und natürlich oft aufs Töpfchen gehen. Ich denke mal, wenn er ein bisschen mit dem Teddy gespielt hat, schicke ich ihn da auch gleich noch hin. Und der Rudolf. Ja, sie kam nicht gut an den Briefkasten ran, das sagen sie immer. Ja, der ist noch nicht so weit. Der hat zwar schon Level 3 der Bewegungsfähigkeit, der ist mal wieder völlig anders aufgestellt von seinen Fähigkeiten her und von der Entwicklung. Das finde ich immer wieder interessant, wie unterschiedlich die sich entwickeln. Und das macht es auch interessant, finde ich. Wenn ich groß werde, möchte ich Ninja werden. Gut, übe jetzt schon einmal, wie man sich verbirgt. Okay. Gut, ich denke, für diese Folge reicht es. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.